Plasma, Stellarator und Wendelstein 7X. Der ein oder andere wird bestimmt schon mal eines dieser Wörter gehört haben. Doch in welchem Zusammenhang stehen sie und was hat das Max-Planck-Institut in Greifswald damit zu tun? Diese Frage kann Professor Dr. Thomas Klinger, Leiter des Bereichs Stellaratordynamik und Transport, am besten beantworten. Wir haben die Aufgabe, Stellaratorforschung zu machen. Wir sind ein Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Das heißt, in dieser Anlage, die auf den schönen Namen Stellarator hört, erzeugen wir Plasmen und erforschen diese Plasmen. Die Forschung an dem sogenannten Hochtemperaturplasma eröffnet Wissenschaftlern die Perspektive, Energie zu erzeugen und somit eine völlig neue Art der Energiegewinnung zu erschaffen. Dabei kommt der Stellarator ins Spiel. Die Anlage in Greifswald, welche den Namen Wendelstein 7X trägt, wurde genau für diese Forschung erbaut. Doch wie genau funktioniert sie? Also wir müssen eben halt dieses Plasma erzeugen. Ein Plasma kann man sich vorstellen als ein sehr, sehr heißes Gas. Ein sehr dünnes, aber sehr, sehr heißes Gas. Super heiß, super dünn und super heiß gleichzeitig. Das ist dann ein Plasma. Und wenn man ein Gas so heiß macht, dann wird es elektrisch aufgeladen. Und ein elektrisch aufgeladenes Gas kann man in einem starken Magnetfeld quasi halten. Das wird darin eingelagert, in dieses starke Magnetfeld. Das ist wie so eine Flasche, in die man das reinfüllt, aber eine unsichtbare Flasche. Und dieses starke Magnetfeld, das erzeugt der Stellarator. Mithilfe von Spulen, mithilfe von Magneten, die draußen angebracht sind, die eine ganz spezielle Form haben, damit die Flasche, also das Magnetfeld, die richtige Form hat. Das Plasma im Stellarator hat eine Temperatur von 100 Millionen Grad Celsius. Zum Vergleich, die Oberfläche der Sonne hat eine Temperatur von ca. 6000 Grad. Im Inneren des Sterns sind es an die 15 Millionen. Der Materiezustand der Sonne und der des Plasmas sind allerdings sehr unterschiedlich. Um eine künstliche Sonne handelt es sich bei dem Stellarator also nicht. Die hohe Gradzahl mag sich am Anfang gefährlich anhören. Sollte das Plasma jedoch das Magnetfeld verlassen, würde es bei Kontakt mit den Innenwänden umgehend abkühlen und es bliebe nur ein dünnes Gas zurück. Die ersten Versuche mit dem Wendelstein 7X fanden bereits 2015 statt. Bei Inbetriebnahme lief die Anlage insgesamt 30 Sekunden. Was sich für Laien erst einmal nach wenig anhört, war und ist ein großer Fortschritt für die Wissenschaft. Wir haben eben diese ersten Betriebsphase tatsächlich solche, also sehr anständige heiße Plasmen für 30 Sekunden schon erzeugt. Da kann man sagen, 30 Sekunden, ist das irgendwie so eine tolle Leistung? Ja, das ist schon ganz gut, weil der Weltstandard ist immer so einige 10 Sekunden. Also nicht viel besser. Das heißt, wir sind sofort auf das Weltstandardniveau, also das, was alle anderen auch gerade eben so erreichen, sofort aufgeschossen. Und jetzt machen wir uns auf die Reise zu 30 Minuten. Und wenn man 30 Minuten kann, dann kann man auch 24 Stunden und dann kann man auch 365 Tage. Das ist so ein Durchbruch, den man dann gemacht hat. Denn ein künftiges Kraftwerk soll ja nicht nur für 10 Sekunden lang Strom liefern, das wäre ja nutzlos, nicht, sondern es soll Tag und Nacht und das liebelange Jahr durch Strom liefern. Und deshalb müssen wir zu diesem, wir nennen das Dauerbetrieb, aufbrechen. Und da ist Wendelstein 7X auch weltweit die Schlüsselmaschine, das macht sonst keiner. Damit das Forscherteam um den Wendelstein 7X die Betriebszeit verlängern kann, sind allerdings zahlreiche Änderungen an der Anlage notwendig. Unter anderem bräuchte es viele Geräte und Rohre zur Wasserkühlung, aber auch Apparate und Kameras zur Sichtung und Kontrolle des Plasmas im Inneren der Anlage. Aufgrund des Pandemiegeschehens rückte der nächste Starttermin für die 30 Minuten Testphase allerdings in die Ferne. Nun sind die Umbaumaßnahmen jedoch bald abgeschlossen. Anfang des nächsten Jahres kann dann wieder mit der Inbetriebnahme des Stellarators gerechnet werden. Das geht allerdings nicht von heute auf morgen. Betrieb bedeutet erstmal die Wiederinbetriebnahme der Maschine, die alleine 9 Monate dauert. Das ist eine Menge Zeit, aber es ist eine hochkomplexe Maschine. Die schaltet man nicht mit einem Schalter ein, sondern das sind einige 100.000 Schalter, die eingeschaltet werden müssen, und zwar in der richtigen Reihenfolge und jeweils auch sehr kontrolliert, sehr geprüft. Das ist also ein sehr aufwendiger Prozess. Und dann im Herbst des nächsten Jahres werden wir den wissenschaftlichen Betrieb wieder aufnehmen. Und das wird sehr aufregend. Live mitfiebern kann man bei dem Spektakel zwar nicht, aber dennoch lohnt es sich, auf die nächste Testphase zu warten und ein bisschen in den eigenen vier Wänden mitzufiebern. Sollten die Forschungen erfolgreich verlaufen, könnte es ein neuer Durchbruch in Sachen Energiegewinnung sein, um unter anderem emissionsarm jede Lampe in ihrem Zuhause zum Leuchten zu bringen, wenn die Sonne mal eine Auszeit nimmt.